Appell der 119. So, jetzt haben wir keinen Austin, sondern haben einen Porsche. Der allerdings nicht ganz serienmäßig ist. Der serienmäßige 1300er hat nämlich nur 40 PS und der hat nicht doppelt so viel. Schön gekriegt, der Käfer. Viel Glück. Der normale 6-Zylinder aus dem 328er mit 80 PS war schon sehr gut. Der Veritas hat es aber noch besser. Er kriegt 50% der Leistung. Gute Fahrt. Und jetzt kommt was ganz Stupides. Ein Alfa Romeo zum Jäger-Sprint G. Und hier noch ein Und hier haben wir einen R107 von Daimler-Benz, 280 SL. Wer mit einem solchen Cabrio, die 8-Zylinder ist auch noch die bettete BMW. Zunächst als 1500er erschienen, kam bald der 16er als Nachfolger. Der ist gestiegen 80.000 Euro.
So, und jetzt kommt, nein, nicht unser Weltmeister Schumacher, sondern ein Namensvetter nur. Von den Hier haben wir 64er Thunderbird Cabriolet, 6,4 Meter, 235 Pferde. And Danny took the T-Bird away. Wenn ihr noch den Song von den Carpenters, hier haben wir ein ähnliches Original und einen Quick-Block als Cabrio. Dieses Auto ist halt ab wie vor cool. Das kann man es nicht sagen. Gute Karte. Ein Fiat 124 Cabrio CS1. Dieser Spider wurde von 64 bis 82 gebaut. Der USA folgt eigentlich durch Ubi-Schulter. Bei den neuen kommt Frankfurter Rosemarie N. Vorkriegs Bentley. Auch Ersatzwagen. Und hier die Top-Version der Cobra. 500 Der 914er ist eine Gemeinschaftsentwicklung von Porsche und VW. Ein Partner im Auftrag von VW. Und hat der noch die Fußspitze? Hat er nicht. Also auch schon ein Modell. Gute Fahrt. Also sieht nicht ganz nach VW aus, wir haben einen R129 mit welcher Maschine? 500er. Das E-Moment ist eine Rüstung für Militär, Polizei, Feuerwehr, längst in. Ja, ein Vierter Rundreiter, auch neu. Ein Jaguar X-Star 120 Stunden. Die Formeln des Jacks gelten als nach Einführung des neuen Elfers. Die 544er sind bei guter Pflege unkaputtbar. Und 444er sind ungeteilte Frontscheibe, die 12-Volt-Anlage und der 599 ES, der bis in den Volvo 240 überlebt hat. Gute Fahrt. Ein 67er Mercedes W108, 250. Und schon heute ist gar keine Idee bei der Benzlimousine dabei. Und hier ein Z1 von 1990. Das sind wir im Bereich der Youngtimer. Auffälligstes Merkmal,
über Seekarren führen bei diesem Haus. Ein Alfa Romeo, Bertone GT1300 Junior. Als Schüler haben wir die Systemkollektoren. Zu der Käfer, die wir alle hatten, hatte damals 40 Bier. Das Coupé galt als eine
der schönsten Designs seiner Zeit. Wegen der vielen Blechlagen der Karosserie, die Karmann so übereinander gefaltet hat, ist sie aber sehr schwierig zu erhalten. Drum Glück, der so ein gutes Exemplar wie das erlebt hat. Guten Tag. Jetzt muss ich sagen, einen Speedster R kenne ich nicht. Ich glaube, es ist ein 1600er Super Speedster. Sein Nachbau aus dem Jahr 1974 und der 1959. Deswegen ist er im Podium-Typ-Verzeichnis nicht drin. Also haben wir beide recht. Dann rede ich ein bisschen über das Vorbild. Das war ein 1600er Super Speedster. Der 1500er hatte damals 70 PS nur. 75 PS wäre also der 16. Wie gesagt, trotzdem ist es auch gut. Ich denke, er macht genauso den Spaß wie vorhin. Guten Tag. Und wieder ein Mercedes Tagore, diesmal wieder anfangsmotorisiert. Chrysler, Winzer Deluxe Nassau, 4,9 Liter, 190 PS. Während bei uns in Deutschland die Zeit der Kleinwagen herrschte, besaß man in den USA schon die Full-Size-Cars. Hier ein schönes Luxusmodell mit dem V8. Small Block. Also Big Block war alles über 6,5 Liter Hubraum, drunter hat man gesagt Small. Und noch ein Carrera ERS. 3,2 Liter Maschine. Also auf gute Fahrt weiter im Schiff. Und hier noch ein Ferrari, ein 3000, das dieser moderne Räder bereits 40 Jahre alt ist. Für die tägliche Benutzung ins Büro sollte man... Auch hier haben wir wahrscheinlich einen Ausfall. Statt Ginetta vor Taunus 12M 73er. Es ist 68er und die Ginetta ist leider ausgefallen. Das kennen wir Oldtimer-Freaks, immer wenn man braucht. Also dann, gute Fahrt. So, ich glaube, dass jetzt gibt es eine größere Lücke.